Oh. Moin Leute, ich habe keine Ahnung, ob ihr mich gut hört, aber ich hoffe es mal, hat sich etwas gebessert bei mir und ja, ich zeige euch mal jetzt, wo ich habe jetzt ein neues Haus und jo, ich wohne jetzt in Las Venturas und ja, also seht selber, da wohne ich, ja, Moment. Gleich weg. Ja, das ist da oben irgendwie da neben der Faust, dieses Ding. Falls man euch einer kennt. Rock Hotel heißt das ganze Ding. Und er hat mir einen. Hier wohne ich und hier wohnt der gute Marco. Und ja. Hier stehen meine ganzen Autos. Ich werde es einfach mal sagen. Wir machen heute ein bisschen Arbeiten, gehen ein bisschen Bergarbeiten oder so. Mal wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Auf den guten Surfer und so. Und ja. Also gestern war schon sehr krass, finde ich. Tut mir ganz. Naja, egal. Und so. So, haben wir alle Autos für den ganzen aktiviert. Ich will mal sagen, fahr doch mit dem Audi hier. Schön Audi. Und ja, ich habe meine also Lautstärke komplett ausgemacht hier. Dann versteht man mich auch besser. Okay, nicht ganz, aber ein bisschen, also sehr leise sind sie. Dass man hier auch gut hören tut wieder. Licht an und los geht's. Aha, wie geil. So. Also wäre schon geil, wenn die noch ein paar mehr Mods reinmachen, die ne. Sieht schon ziemlich geil aus, die Mods. Oder so Hausmod oder so, gerade. Können wir selbst nicht so geil, glaube ich. Ja, kleine Fotzi. Spaß, aber so treffe ich gerade einen der Spieler hier. Na klar, kommt der. Mach ich auch. Wenn euch ein bisschen im Berg arbeiten. So, den haben wir dann in Gutenberg, dann haben wir noch einen Stand. Ja, kurz. Einmal so rum. Bum, 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 bum. Ja, hab danke. Gibt es nicht. Gibt es sowieso. Okay, dann parken wir kurz unser Auto hier. Und tun dann ein bisschen in den Berg arbeiten. Aber was soll man, können wir mit dem Ding rumfahren? Weiß klar, welches Level ich mal bin. Kurz schauen, also erstmal muss ich Quit-Shop machen, weil ich ihn noch einen anderen Shop drin habe. Einen guten Bus-Shop habe ich noch drin.
drin und ja. Shop. Ja, komm. Ja, ich kann Dons, also Zement-Truck fahren. Ich kriege jetzt mal 8000 dafür. Und machen wir hier das hier mal in Ding rumfahren. Ja, aber. Und yay. Also mit dem Ding zu fahren ist es wirklich nicht leicht, finde ich, weil das so eine bekackte Lenkung, finde ich so richtig. Und ja, ein bisschen Geld verdienen ist auch geil, nice. 5000 kriegt man dafür, also hey. Naja. Ich mach das ein bisschen mit euch und dann können wir danach ein bisschen was anderes machen. Ja, und ich muss essen, ne? Fein. Klar, ein Ego spielen, aber das Ganze mal ein Ego ansehen. Brauche Unterstützung. Keine Zeit, sorry. Werde angegriffen. Schau weiter. Hier sind ganze Medics-Ding da. Ich muss jeder Medic-Ding einfach nur FDMen. So. Und dann wieder 2000. Da 5000. Und ja, ich meine Spielstunden sind mehr. Bald 250. Da oben. Okay. Mehr machen. Mhm. Ja. Keiner von euch in der. Ja, ich mach gleich voll. Kurzer Abbruch. Also kurz 4 Minuten mache ich, weil ich mache das so nämlich immer so stückweise ein bisschen aufnehmen und dann können wir dann immer was ein schwätzfrei labern mit euch hin. So, weil die Fahrt hierhin von meinem Haus hat auch schon ein bisschen was gekostet von der Zeit her. Okay. Also ja, eventuell ab August, da habe ich dann Geburtstag und ja, das war nicht geplant hier. Da werde ich mir einen neuen PC holen eventuell und dann werde ich GTA 5 aufnehmen. Online mit meinem guten Freund DJ Euromir, der wird schon früher aufnehmen. Aber mein PC ist dafür noch so schwach und ja. Dann gibt's bei mir einfach und ja, scheiße, Mann, ich hasse diese Stelle. Dann wird bei mir einfach weiterhin von GS V-Life kommen. Mal schauen, wie viele Stunden ich im August hab. So, ich versuche es so um die 1000 Stunden zu kriegen bis August. Da muss ich noch sehr viel zocken auf jeden Fall. Und ja. Wir sind hier, komm rein, okay. Kann ich freischalten. Guck in Form unter Tutorial. Guck in Form unter. Gleich ganz einfach freischalten. Ich hab auch ein bisschen gebraucht und ja, das war nicht meine Absicht jetzt. Und glaube, das war's auch gleich mit dem Job. Oder? Nö. Okay. Dann ist es doch nicht zu Ende. Ups. Ja, ich hab's doch nicht gefunden.
Ja, nicht immer so. Also 300k auf der Hand, nee, ich mach's mit gleich 300k ins Haus, tu immer Geld ins Haus noch raus. Mach noch. Komm hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Komm hoch, du Schussteil. So, bei den Dingpunkte höre ich auf kurzzeitig. Genau, den TS, in welchem Raum seid ihr? Ja, ich komme gleich TS, ich muss noch kurz. Der Games.R, ich kenne euch, oder? Mhm. Ghost Erik und so. Erik. So, selber bei mir eine Arbeit hat vorne Erik. Erik? Hä? Und ich häng fest. Ne, es geht wieder. Geil. Ja. So, es passt ja ordentlich. Ich bin schon unterwegs. So. Ja. So, bam, 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 bam. Scheiße, Mann. Ja. Ich bin gemütet. So. Und sing Musikbox einsauf. So. Da steht unser, mein Audi, so gesagt. Und fahr mal das, oder? Also, bis später, Leute. Hallo, willkommen zurück bei GSV Live. Ich stehe hier am Bahnhof, war bei Paints Bay, besser gesagt. Und wir fahren jetzt ein bisschen, keine Ahnung wohin, aber hey, was soll's? Lass mir da ein Deller reingehauen, Mann, oh, ich hasse es. Ja, scheiße. Ja, ich habe gerade einen beschissenen Automat herumgefahren und yay. Brumm, brumm. Ich habe meinen Sound das runter gemacht, also hey. Dann versteht mich auch besser vielleicht. Und ja, meist ist es wieder typisch. So, kurz hier Ding, ich habe so hier 12 Millionen, so ich tue es meine 300k überweisen, einzahlen, so, und du willst raus. Ne, das ist neu. Egal. Wir fahren jetzt mal zum Krankenhaus. Und dann zeige ich noch ein bisschen, keine Ahnung was. Wir können ja mal zu meinem Haus fahren oder so. Ja. Wir fahren mal zum Haus halt. Pass halt auf, Maschi. Lol. Jetzt ab nach Tastatura zu meinem Haus wieder.
Daddy, ich fahr Auto. Okay. Aufpassen. Okay, eine Tür habe ich schon verloren. Okay, doch nicht für mich. Ja, hier, seht ihr das Rest des Ergebnis. Eigentlich so fahren. Zwei, ja. Ja, ich weiß, dass es zwei Redis gibt in Los Angeles. Aber es ist geil, wenn ich noch in den geben werde. In Las Venturas noch ein paar Helis und so. Eine Heli habe ich ja. Ein Polizeiheli. Bin ja gar nicht so gut wie kein VIP mehr. Ich werde mir in 2 Wochen irgendwie über Handy machen. Gucken, wo das geht. Und ja. Durch 5 Euro den Yoshi oder so. Wenn wir spenden über SMS, keine Ahnung, das geht. Dann habe ich wieder 500 VIP-Stunden. Und dann ganz noch. Boah, ja. Das war mal extrem. Lol. Ja. Wenn wir hier runterkommen. Oh, weil ich hab's. Mein Auto geht weit in die Luft. Ja, gut. Hab's geschafft. Da ist der Werkstatt, schon die Werkstatt. Und dann werden wir das Ding was noch kurz reparieren, also. Ja. Hier ist die Werkstatt, da geht's rein. So, dann haben wir gleich ein Licht direkt. Yay. Dellen reingehauen, ey. Mann, oh. Egal, ich fahr zum Haus. Ich wohne jetzt da hinten. Glaub ich. Scheiße. Doch, da ist das Rock Hotel. Ja, ist etwas verwirrend, finde ich, wenn man da hinfährt. Einfach ist geil dort. Ja, wo denn? Ja, bin ich drauf gefahren jetzt. Sorry Leute, eigentlich passiert es mir nie, dass mich sowas von verfahre, ey. Das ist ja etwas peinlich gerade, ey, aber hey, was soll's. So, das sehen wir schon. Sehen wir schon meine ganzen VIP-Autos und so weiter. Da werden wir auch. Das sind meine Autos hier alle. Hier haben wir dann Santorno, dann hier einen anderen, kann wie die alle heißen, aber hier war hier. Und dann hier steht noch zwei Taxi und Messer. Und da oben steht kurz wie spawn mein Mann, da stehen. Hat er. Ne, warte, hat 3 28. Suchen. Ja, scheiße.
Also ich hab's gleich. Ja, oh Mann. Der Heli hat 24. Sorry. Fernus war ja 28 von Sand King und so. Ja, soll's. Und da steht der gute Helikopter. Ein Mefferwick, also ein gemotter Heli. Also das ist gemottert. Sieht man ja da vorne irgendwie so. Bam. Hier, da steht noch der Heli von Marco, aber das ist alles respawn, wenn er auch online kommt. Also da ist, auf die Fläche stehen die Autos von Marco. Aber der ist ja nicht online, wenn er on kommt, muss er seine Fahrzeuge respawnen. Und ja. Dann sieht man sich mal wieder in den nächsten Folgen oder bei MDA oder TS. Ich will euch reden mit irgendeinem. Meistens mit Marco oder so. Oder mit Brady Museum, keine Ahnung. Das sind solche Fischköpfe. Nein, Spaß. Also ciao, Leute.